Herzlich willkommen zu Le Tour de France 2013 oder Radsportmanager 2013. Und zwar starten wir heute ein Gameplay oder ein Let's Play oder eine Spielerei. Und zwar werde ich immer wieder verschiedene Etappen spielen, aufnehmen und dann hochladen. Und wir starten mit der Vuelta Ciclista al País Vasco. Auf Deutsch wird es einfach heißen Baskenland-Rundfahrt. Und mit unserem Kapitän Joaquin Rodriguez. Wir fahren mit dem Team Katyusha. Ich zeige euch jetzt kurz einmal grob die Planung. Also ich habe ja schon einige Gruppen gemacht, also Kobbel, also Pflasterstein, Giro, Tour und Vuelta. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Giro-Team. Das ist das. Also Kapitän wird der Rodriguez, der Spilak und der Moreno sein. Als Sprinter habe ich heute den Porsef dabei mit 74 und dann als Hügelsprinter den Paulini mit 73. Und dann ist Giro als Tour-Team. Ist auch nicht schlecht aufgestellt, und zwar mit dem Christoph als Sprinter, also der hat 79, und mit dem Spilak als Kapitän, Kolobnev und Menschow, dann als Anfahrer noch den Selig und den Haller, also der Haller hat 75 und der Selig hat auch 75. Und ja, da werden wir hauptsächlich auf die Sprintwertungen und auf die Hügeletappen im Spilak, denn der hat 78 am gehen. Und das Vuelta-Team ist mit Rodriguez, Christoph und Moreno, also Christoph wieder Sprinter, Moreno als Berghelfer oder Hügelfahrer und wieder Menschow und dann hier noch ein paar Bergfahrer. Ja, wir starten jetzt aber gleich durch mit der Baskenland-Rundfahrt, mit der ersten Etappe, hügelig über 154 Kilometer, und unser Team werde ich euch dann gleich noch vorstellen. Also wir haben hier in Rodriguez dabei, dann in Czernetschki als Helfer, Trofimov als Helfer und Vorganov als Helfer, alle mit einem recht guten Hügelwert. Und dann bauen wir uns jetzt kurz noch das Setup, weil das dürfte passen. Oder nehmen wir den Helm. Jetzt nehmen wir mal den Helm, gehen wir mal Risiko. Also der Rodriguez wird auf jeden Fall Kapitän, Porsef als Sprinter. Der wird wahrscheinlich oder wird vielleicht auf die Punktewertung aus sein. Jetzt muss ich mal kurz nochmal schauen. Zurück. Wie viel? Na, die zweite Etappe könnte man eventuell mit Porsef schaffen. Die nächsten dann nicht mehr, die sind alles bergig. Und das letzte ist dann eine Zeitfahren. Also das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber jetzt gehen wir gleich ins 3D-Rennen. Ja, einen Berg der ersten Kategorie gibt es mittendrin. Und dann gibt es noch 1, 2, 3 zweite Kategorie Berge, 3 Sprintwertungen und 2 Berge der dritten Kategorie. Also doch recht hügelig. Und hier sieht man die Teams, also, und dann hier die UCI World Rangliste. Also unser Bester ist der Christoph auf Platz 14. Der ist unter anderem, glaube ich, bei Lanzarimo recht gut dabei gewesen. Und der Rodriguez ist auch zählt hier zu den Favoriten. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Christoph ist der Beste auf Platz 14 und die anderen, glaube ich, sind ziemlich weit hinten, weil ich mit dem Rodriguez eigentlich noch kaum Rennen gefahren bin. Das ist, glaube ich, so ziemlich das erste Mal. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Froome und Evans sind auch dabei, also starke Bergfahrer. Contador ist dabei. Ich begrüße Sie alle. Das Streckenprofil ist einigermaßen abwechslungsreich. Jeder Fahrer dürfte hier Abschnitte nach seinem Geschmack finden. Hier der Czernetschki ist schon ganz vorne. Der, glaube ich, fordert dann bei der Tour mit, dass ich mich erinnern kann. Das war selber ein Porsef. Bei den meisten unserer Sprinter ist der Nachteil, dass die eigentlich extrem schlecht haben, also die halt über Berg oder
350 und wie viel? 61, das ist also ziemlich schlecht. Aber, dafür haben wir auch hier mit Burger noch zum Beispiel noch einigermaßen Hügelfahrer oder Trüffelmacher. Jetzt müssen Sie angreifen. Das ist die letzte Möglichkeit für die Fahrer, denen das Stehvermögen für ein schnelles Finale fehlt. Ja, jetzt hat das Feld die Ausreißergruppe wieder eingeholt. Jetzt muss ich mal kurz mal schauen. Nämlich, wie viele Punkte ist das, der wieder gibt? Also, Berge gibt es 6, 3, 6, 10. Sprintwertungen gibt es immer nur 3 Punkte, okay. Also, da brauchen wir dann nicht mehr hinten, nicht mehr sprinten. Und im Ziel gibt es dann immer 25 Punkte, okay. Und noch eins obendrauf. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. Der Abstand zum Hauptfeld ist jetzt auf mehr als 5 Minuten angewachsen. Jetzt haben sie den ersten Anstieg geschafft.
Wir bekommen gerade die Meldung, dass einige Fahrer Schwierigkeiten haben, dem Tempo zu folgen. Das sieht man jetzt schon, wenn es da irgendwie steiler wird. Da sind schon 25 Fahrer zurückgefahren, aber für uns sind zum Glück keine dabei. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Wir können schon ganz locker mithalten noch. Ja, jetzt müssen wir noch aufpassen, weil jetzt geht es dann mit dem Steiler den Anstieg rein. Wobei der eigentlich auch ziemlich kurz ist. Jetzt versucht er es auf eigene Faust. Er will wohl seine Begleiter abschütteln. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Die Helfer sind noch einigermaßen gut dabei. So, also das Profil wird jetzt flacher, hier nochmal Anstieg und dann jetzt kommt natürlich hier nur der Schlussanstieg. Also der direkte Bergang kommt nicht hin, das ist ja bloß, geht ja dann noch. Überstanden. Und jetzt würde ich sagen, dass wir nochmal mit. Wir könnten so Flaschen holen. Vielleicht der da. Kann jetzt nochmal Wasser nachfüllen. Weil es ja immer sinnvoll ist, wenn man dann am Schluss noch genügend Wasser zur Verfügung hat. Es sind jetzt nur noch 10 Kilometer. Position kommen wir auf jeden Fall. Dass wir da schön von vorn in den Anstieg reinfahren können. Jetzt schau sich das einer an. So ein kurzer, knackiger Antritt und die langen Gesichter bei den Verfolgern da hinten. So. Also die Position ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt müssen wir mal schauen, mit die Ausreise ausschaut. Also davon ist Quintana und das von sind noch die Ausreise Neve, Fugas und Kieselowski. Quintana und dann kommt das Hauptfeld, okay. Evans und so sind auch schon gut mit dabei vorne.
momentan kann man locker attacken. Aber ich schaue das aus, als ob es keine Attacken geben wird. Und jetzt haben wir 5 Kilometer bis ins Ziel. Weil ich hoffe, dass der Rodriguez auch einigermaßen sprinten kann. Und dann können wir natürlich hier, naja, einen Sprintzug kann man es eigentlich nicht nennen. Eigentlich mehr so einen Anfahrer für den Rodriguez, den Borgenhoff als Anfahrer hernehmen. Und der gibt jetzt mal hier voll Power. Und der Rodriguez, der hängt sich da voll hinten dran. Und dann schauen wir mal, dass wir hier wenigstens den Sprint vom Hauptfeld noch können. Position ist gut, aber hier sind leider noch Sprinter vorhanden. Also jetzt hoffen wir mal, dass der Rodriguez einigermaßen am Boden ist. Jetzt beginnt der Endspurt. Wer wird heute wohl als erster über die Ziellinie gehen? Okay, jetzt probieren wir es mal. Also auf jeden Fall kommen wir mit den Favoriten ins Ziel. Ich weiß jetzt nicht, naja, obwohl die werden dann doch ein bisschen an Vorsprung herausfahren. Aber jetzt hoffen wir mal. Ein Sieg wie aus dem Lehrbuch. Er hat sich das Rennen wirklich sehr klug eingeteilt. Und als Siebter kommt ins Ziel, okay. Rückstand dürfte nicht allzu groß sein. Ich glaube ungefähr so, naja, 40 Sekunden oder so. Das sind eigentlich unsere Sprinter blieben, ja, die sind auch schon im Ziel zum Glück. Wobei da immer noch welche ins Ziel kommen. Also Haedo und so. Und dann schon. Und hier noch einmal die wichtigsten Schlüsselszenen. Jetzt schauen wir uns mal die Siegerehrung an. Also Kieselowski ist erster. 36 Sekunden Rückstand, naja. Das ist natürlich auch erst eine Gesamtwertung. Und in der Punktewertung ist auch vorne. Wir haben da überhaupt nicht die Zwischensprints teilgenommen, weil wir nicht einen Rückstand gehabt haben. Juliano ist Bergherrscher. Quintana. Das ist ein Nahrungsfahrer, das ist unser Czernicki Pointer. Also der ist auch Bergfahrer, der ist auch mit dem Hauptfeld ins Ziel gekommen. Luis, da ist erst in der Teamwertung. Da sind wir 9. weil das ist Einordnung. Ja, okay, 7. sind wir mal. Es ist noch ein Nachteil, dass der Rodriguez nur 67 bei Sprint hat. Aber ich weiß gar nicht, trainiert. Nein, der trainiert nicht auf Sprint, weil der fast kein Entwicklungspotenzial mehr hat. Und darum ist das ein wenig schwierig, naja. Okay, jetzt schauen wir uns mal noch das Profil für die nächste Etappe an. Also das wird erst, denn die zweite ist noch ein bisschen flacher. Auch viele Bergwertungen und wieder 3 Sprintwertungen und dann hat es Ziel. Ich weiß nicht, aber ich nehme fast an, dass das für ein Porsche ein bisschen zu schwer werde. Aber naja. Jetzt simulieren wir nochmal schnell die anderen. Und dann kann ich mich auch schon langsam wieder verabschieden für die erste Folge von unserem Gameplay. In der nächsten Folge werden wir dann halt, entweder die Etappe fahren, also die 3. oder die 2. Ich kann es gar nicht sagen, dass ich erst die 3. wieder hochlade, weil ich ja dann auch noch die anderen Rennen fahren möchte, also zum Beispiel hier ein Giro oder die Tour dann. Aber das werde ich mir jetzt noch überlegen und fürs Erste verabschiede mich von euch. Wenn ihr die weiteren Videos auch sehen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei der Tour de France heuer und noch viel Spaß auf YouTube und ich sag Servus.